Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Gesprächsreihe Musik macht Mut. Auch heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast hier am Monitor, nämlich einen DJ. Es handelt sich nämlich hier um den Andi. Hallo Andi. Hallo. Andi ist auch vor allem bekannt als DJ Agent. Andy hat damals mit Hip-Hop eigentlich angefangen und ist inzwischen als internationaler elektrischer Act unterwegs und normalerweise in den Clubs Europas und der Welt zu Hause, inzwischen natürlich jetzt auch eher aufgrund der Situation zu Hause. Und umso mehr freut es uns, dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ja, wir haben ja jetzt kurz schon erwähnt, du kommst aus dem Hip-Hop. Und Hip-Hop bedeutet natürlich auch vor allem Turntables, bedeutet Vinyl. Hast du denn dann auch als Vinyl-DJ angefangen? Ja, genau. Also mein Ursprung ist eben, wie gesagt, im Hip-Hop und der DJ war ja stark im Vordergrund schon immer bei Hip-Hop in der Hip-Hop-Geschichte. Ich hatte da auch diverse Vorbilder, von Tony Touch bis DJ Premier. Von denen habe ich immer die Mixtapes mir angehört und da ging es halt viel um Cutten, Scratchen, Backspin, Turntablism als Kunstform. Und ich habe halt damals schon, dann als 17-Jähriger, habe ich regelmäßig bei mir im Kinderzimmer die Platten zerscratcht und die Nadeln kaputt gemacht. Okay, und so ging es dann immer weiter in der Entwicklung. Genau, so ging es dann immer weiter, erst mal eine Zeit lang. Dann bin ich ja irgendwann mal bin ich auf die elektronische Musik gekommen, habe mich damit infiziert. Und hatte dann auch meine ersten Auslandsgigs oder Gigs, die außerhalb meiner Heimatstadt waren. Da hatte ich am Anfang immer noch meine Platten einzeln vorsortiert und mitgeschleppt, was natürlich dann auch immer sehr anstrengend war. Ich hatte regelmäßig Rückenschmerzen vom Plattenschleppen. Und ja, das hat sich aber dann irgendwann auch geändert. Dann kam ja die Evolution, dass es sogenannte Timecode-Vinyls gab. Stichwort Traktor oder Serato. Das heißt, man konnte digitale Daten auf Platten abspielen, musste halt seinen Computer dann immer mitnehmen und seine Soundkarte. Es hatte aber auch Probleme. Zum Beispiel musste man halt immer sein Setup anschließen. Es gab immer einen großen Kabelsalat. Dann haben viele DJs gleichzeitig auch noch damals zu dieser Zeit diese Systeme genutzt. Was dann wieder dazu geführt hat, dass der eine DJ hatte sein Setup angeschlossen, der nächste kam, der spielende DJ musste quasi einen Kanal abklemmen, während der nächste DJ seinen eigenen Kanal angeklemmt hat. Und wie ihr alle wisst, so ein Computer ist natürlich auch empfindlich, wenn man seinen Computer im Club dabei hat. Es kann gefährlich werden, der kann schnell überhitzen, der kann mit Schweiß, Rauch oder Alkohol natürlich infiziert werden, sage ich jetzt mal. Und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich tatsächlich meinen USB-Stick mitnehme. Ich habe mein Repertoire digital dabei und habe dadurch eine große Auswahl, kann da sehr stark variieren und mich auf das Publikum oder auf meine eigenen Bedürfnisse sehr stark anpassen. Und tatsächlich ist es so, dass es international leider kaum noch Turntables in den Clubs gibt, sondern hauptsächlich CDJs. Ja, klar, die Zeiten ändern sich. Nur jetzt dann tatsächlich von der ursprünglichen Philosophie her gesehen, würdest du dann dennoch sagen, dass man nur mit Vinyl ein richtiger DJ ist? Da scheiden sich ja die Geister. Ich sag mal so, wenn man jetzt vom Hip-Hop kommt, das Gefühl, eine Platte in der Hand zu haben und zu scratchen, das ist natürlich einmalig. Das kann man jetzt wirklich nicht genauso vergleichen wie mit einem CDJ zum Beispiel. Und dadurch, dass es natürlich auch eine Art Technik ist, eine Art Kunst, musste man dann sich schon darauf vorbereiten, viel trainieren, dass man das Ganze auch richtig beherrscht. Und dadurch hat man natürlich auch die gewissen Basics drin, sage ich mal, die einem wiederum helfen, dann später seine Technik zu verfeinern in Sets. Es gibt natürlich auch DJs, die nur jetzt digital angefangen haben. Finde ich auch okay, sage ich mal. Also ich persönlich jetzt. Und am Ende kommt es ja darauf an, was man aus dem Ganzen macht. Ob man jetzt digital oder analog auflegt.
Am Ende kommt es darauf an, dass das DJ-Set richtig gut ist, dass die Leute das abfeiern und dass die Energie einfach übertragen wird. Das ist für mich hauptsächlich der Punkt, sage ich jetzt mal. Ich kenne auch viele Oldschool-DJs, die das Ganze natürlich verpönen. Ich weiß nicht, man muss auch immer ein bisschen mit der Zeit gehen, finde ich jetzt persönlich. Also ich sehe das eigentlich ganz entspannt. Und wie gesagt, in der Szene gibt es natürlich verschiedene Meinungen dazu. Ja. Ja, und vor allem, es geht ja darum, was macht Kunst aus? Ja, wenn Kunst kontrovers ist und wenn über Kunst diskutiert wird und wenn es verschiedene Ansätze und Meinungen gibt, dann ist das ja das, was Kunst auch lebendig hält. Insofern ist es ja eigentlich nur fruchtbar, wenn da auch wirklich drüber gesprochen wird, aus verschiedenen Perspektiven heraus. Ja. Ja, absolut. Und wie gesagt, es fordert halt, ich sage mal, die alten Hasen dann auch mal heraus. Wenn so ein Junger kommt und vielleicht mit seinem Controller dann mega Set abfeiert, das ist natürlich dann sieht man mal, es geht auch anders. Und wie gesagt, man soll dann einfach mal mit der neuen Technologie sich vertraut machen, mit der Zukunft gehen. Und ich finde es wichtig und gut, ja. Absolut. Stichwort alter Hase. Du hast ja auch so wie früher die alten Hasen tatsächlich auch einen Plattenladen betrieben. Also wirklich so, wahrscheinlich stelle ich mir so richtig vor, einen Plattenladen mit Vinylscheiben und allem, was dazugehört. Wie war das denn damals? Genau, ich hatte damals den letzten meiner Informationen, den letzten elektronischen Plattenladen in Würzburg noch betrieben. Der hieß Soulbox Records, wie auch mein damaliges Vinyl-Label. Und das war natürlich ganz besonders. Das war auch sehr wichtig für die Szene, so ein Plattenladen immer, weil die Leute haben sich regelmäßig dort getroffen. Es fand ein Austausch statt. Das war natürlich so eine Art Kulturstätte, kann man auch sagen. War auch immer recht witzig, so mittwochs und samstags kamen die neuen Platten. Und dann hat man ganz genau gewusst, am Mittwoch und am Samstag kommen die Jungs und Mädels auf jeden Fall. Alle sind da. Jeder hört die neuen Platten an. Wir hatten dann natürlich auch mehrere Setups dort stehen zum selber hören und eins, was man laut gehört hat. Ich habe dann immer die neuen Platten auf die Hauptanlage gespielt und dann ging das natürlich schon los. Ich möchte die Platte haben, ich möchte die Platte haben. Die DJs, die Resident-DJs aus den Clubs in Würzburg hatten ihre eigenen Plattenfächer mit Namen. Da wurde natürlich dann immer mal reingespitzt, welcher Resident-DJ welche Platten für sich schon reserviert hat. Und es war sehr szenefördernd, hat Spaß gemacht. War zum Schluss leider mehr ideologisch dann, nachdem dann MP3 kam und das Ganze etwas zerstört hat. Aber es war eine tolle Zeit und ich bereue es nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eben gerade dieser Treffpunkt zwischen Endverbrauchern und DJs und Spezialisten. Siehst du da einen großen Unterschied zwischen dem Vinyl-Endverbraucher und dem Vinyl-DJ? Ja, absolut. Es gibt ja wirklich, ich sag mal so, audiophile Menschen, die haben daheim ihre Mega-Anlage, alles total super clean, Hi-Fi ohne Ende, hören da ihre Vinyl dann auf einem Top-Soundsystem zu Hause und passen da auch wirklich ganz stark auf, dass da kein Staub, kein Kratzer, nichts rankommt. Und wir DJs, bei uns war das eigentlich eher so, okay, das Ding muss jetzt auf den Teller, schnell, 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 aus der Hülle raus, auf den Plattenteller. Oh, da ist Staub drauf, dann kommt ein bisschen Wodka drüber, während die Platte noch läuft, damit sie nicht springt. In die Hände klatschen, die Platte dabei anfetten, alles, was man halt machen kann. Und es war natürlich dann auch ein Gebrauchsgegenstand, so ein Vinyl, das sich abgenutzt hat. Ich habe Tatsache damals schon bei bestimmten Platten habe ich mir gleich 2 oder 3 Copies von gekauft, weil ich gewusst habe, die nudel ich die Saison eh so durch. Ich möchte es aber gern daheim nochmal sauber hören und habe dann vorsichtshalber immer mir dann die 2- oder 3-fache Menge von den Platten bestellt und beiseite gelegt. Sehr verständlich. Und wie stehst du dann heute zu Vinyl? Ja, ist ein tolles Medium. Also man hat was in der Hand. Auch Stichwort Coverart. So eine Platte, die hat oft ein tolles Coverart. Man erkennt die Platte an dem Cover. Da geben sich Leute richtig Mühe. Ich finde auch den Sound ganz geil eigentlich von so einer Platte, auch wenn es ein bisschen knistert manchmal. Ist halt sehr schön warm und analog und nicht so extrem, ja, clean, digital aufbereitet.
auch was das Mastering angeht. Und ist ein schönes Sammlerstück, so eine Schallplatte. Schaut gut aus, hört sich gut an, ist sexy. Vinyl ist sexy, absolut. Ja, und ich weiß noch früher, es war immer so ein tolles Gefühl, wenn man dann irgendwie in einem kleinen Laden gewesen ist und plötzlich hat man eine Scheibe in der Hand, die man schon immer haben wollte und dann das erste Mal aufgelegt. Das war jedes Mal eine besondere Situation einfach. Und von dem her, ja, jetzt sitzen viele Leute zu Hause, haben vielleicht mehr Zeit als sonst und haben vielleicht ein, muss ich auch von mir sagen, ein volles Plattenregal, das vielleicht etwas vernachlässigt wurde in letzter Zeit. Und vielleicht kommen jetzt viele dazu, dann doch mal wieder ihre alten Vinylscheiben rauszuholen, das vielleicht auch ganz besonders dann zu genießen. Also von dem her tolle Tipps von deiner Seite und bestimmt auch inspirierend für viele. Ja, gerne doch. Holt eure Platten raus, hört die Platten an, pflegt sie gut und ja, Vinyl ist geil auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, das war ein sehr gutes Stichwort und ein sehr gutes Schlusswort, Andi. Dir gute Gesundheit und alles Gute und viel Spaß, wenn es da wieder so richtig losgeht in den Clubs. Ich wünsche euch auch viel Spaß und wir sehen uns bald wieder in irgendeinem Club oder irgendwo anders. Perfekt, wunderbar. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.